Hey Leute, da sind wir zurück bei Mass Effect. Hatte eine kleine Pause. Will mal kurz schauen, wo waren wir denn nochmal? Tagebuch. Wir sind auf Pharos. Wir müssen das Kraftfeld ausschalten nachher, das war die Wand. Vielleicht gelingt es ihnen, wenn sie eine der Klauen zerstören können. Klauen sagt mir jetzt erstmal gar nichts, aber wir waren ja letztes Mal hier in dem Gang unterwegs. Deswegen würde ich sagen, wir folgen dem einfach mal. Vielleicht führt uns das in die richtige Richtung. Kann man hier durch? Nee, kann man nicht. Durchschauen auch nicht. Manche mögen halt sagen, ja, Mass Effect ist halt wirklich so, manchmal ist es halt open, aber hier wäre ich halt froh, wenn es ein wenig schlauchig bleiben würde. Da hat einer meiner Gefährten die wohl fliegen lassen. Da benutzen die Geht diese Klauen, um ihr Schiff an der Gebäudeseite zu verankern. Vielleicht ohne viel Feingefühl, aber dafür äußerst effektiv. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Wir müssen ihm einen Stoß verpassen. Prüfen wir die anderen Greifer. Diese verdammten Dinger können doch nicht alle perfekt sein. Okay, wenn wir gleich mal da unten schauen, was wir da machen können. Glühende Sphäre gibt es hier. Ist noch irgendwas, was spannend wäre? Ach Gott, das werde ich alles wieder vergessen haben, ne? Na, immerhin, hab nicht alles vergessen. Alles nehmen erstmal. So, ansonsten sieht es hier sauber aus. Dieses Gebäude scheint den Geht wichtig zu sein. Könnte es für Sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Ist ja auch egal. Ich bin nicht hier, um Ihre Bräuche zu lernen. Okay, das geht aber nur betrachten. Dieses Gebäude scheint den Geht wichtig zu sein. Könnte es für Sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Ist ja auch egal. Ich bin nicht hier, um Ihre Bräuche zu lernen. Also eben, wo hat er ja gesagt, Ihnen einen Stoß verpassen, aber ich kann ja jetzt Sache, zumindest wüsste ich nicht, wie Sachen mit Telekinese bewusst bewegen. Es wird Zeit, hier aufzuräumen. Ja, wie denn? Es war eine Forschungseinrichtung. Ein Ort des Wissens und Lernens. Es hätte kein Schlachthaus werden dürfen. Geh mal da weg. Ich versuche mal. War er nicht Granate? Geht wahrscheinlich nur, wenn Feinde da sind. Ja, das ist jetzt. Ich meine, ich habe ja damals auch mit diesem Laser ein bisschen nicht verstanden, was ich machen muss. Aber hier ist ja gar nichts außer der Sphäre, ne? Das ist nur betrachten. Dieses Gebäude scheint den Geht wichtig zu sein. Könnte es für Sie eine Art heiliger Tempel oder so sein? Ist ja auch egal. Es wird Zeit, hier aufzuräumen. Spannend. Ich schaue noch mal kurz raus, aber ich glaube, dass da draußen auch nichts mehr war, ne? Stoß verpassen. Hier unten kommen wir nicht rein. Jetzt ist hier wieder was blockiert. Ach, guck mal. Wie habe ich das denn übersehen? Au. Ich sehe nur noch die Wand. Dahinter nichts mehr. Glaub schon. Stört mich trotzdem, weg damit. Haben wir das hier echt verpasst? Also doch nicht komplett schlauchig. Aber ich weiß nicht, ob mich das jetzt hier weiterbringt, weil die Klaue war ja da unten im Raum und da sollte ich einen Stoß verpassen. Ich könnte ja trotzdem mal hier so lang. Für die Hilfe. Ich hoffe mal, die kümmern sich da hinter mir um den. Ja.
Gut, machen wir erstmal hier weiter. Vielleicht ergibt sich daraus ja was. Na, hier wird es aber am Ende auch nicht weitergehen. Yeah. Nee, fast drin. Mittelschwer. Ach ja, schauen wir doch mal rein. Ja, siehst du, ein bisschen was war drin. Also Stufe 5 ist nie komplett schlecht. Cool. Jetzt haben wir hier Daten. Bringt mich das weiter? Nee, das blinkt zwar gerade, aber wir sind immer noch hier. Ah nee, warte mal hier. Das müssen wir... Okay, genau, wir sollten ja die Daten runterbringen. Das waren ja die Aufträge, nicht die Missionen. Energiezellen haben wir noch nicht. Geht, haben wir immer noch nicht alle. Finden Sie die Primärklau des Gateschiffs und versuchen Sie, sie zu zerstören. Heißt das, ich muss wieder raus, eventuell? Den Weg werde ich doch eh nie finden. Der geht doch nicht da an die Wand. Oder vielleicht doch, vielleicht waren deswegen in einem Raum, wo ich ziemlich sicher war, dass ich da irgendwann schon mal war, weil da war ja die Wand, dass da was sich verändert hat. Da kann ich auch nicht raus und hier komme ich nicht durch, ne, immer noch. Kann mich aber schön dran lehnen. Gut, schauen wir mal, ob wir wieder raus müssen. Dann renne ich doch einfach mal hier hoch. Vielleicht ist das auch ein Anzeichen, dass blockiert ist, dass hier wirklich wieder das hier lang geht. Hier ist allerdings wieder nichts drin. Hier kann ich wieder es versauen. Nee. Ja, okay, immerhin. Hier kann ich nicht runter. Und hier bin ich falsch. Dann gehen wir stattdessen mal runter. Oder auch nicht. Spannend, spannend. Bin ich jetzt... Ich vermisse doch irgendwo hier eine Art Ausgang. Das muss dann noch irgendwo wieder rausgehen. Weil jetzt renne ich hier aktuell zwischen diesen beiden Punkten hin und her. Was übersehe ich? Und warum steht ihr einfach nur so rum, ohne mir zu helfen? Ah, warte mal. Hier geht's auch noch lang. Vielleicht geht's ja hier wieder raus. Hier genau. Deswegen, jetzt renne ich nicht mehr wegen zwischen den beiden Punkten hin und her. Aber, ja, okay, jetzt habe ich hier noch einen anderen Punkt. Wo komme ich denn wieder raus? Da oben kam ich doch am Anfang her. Aber ich kann ja nicht klettern. Das ist jetzt wieder... Das sieht doch aus wie eine Klaue, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die zerstören könnte. Versuche hier gerade irgendwas mit dem Ruck geben. Granate ist er, habe ich aber eben versucht. Das geht nur, wenn da Feinde sind. Das habe ich alles nicht da hier. Ich schau nochmal gerade, jetzt habe ich vergessen. Springen geht doch echt nicht, ne? Nicht, dass ich das hier irgendwie wieder vergesse und hier wieder hochkäme. Bewegen. Bewegungsgeschwindigkeit. Nee. Man kann nicht springen.
heißt, ich komme hier nicht wieder hoch. Das heißt, ich bin hier unten zwischen den Punkten ein wenig eingesperrt. Ja, ich schon versucht, ne? Hier ging es hoch und runter und in beide Richtungen geht's nicht. Oh, da hatte ich jetzt kurz offscreen weitergeschaut. Ich zeige euch gleich mal, wo ich bin. Ich hoffe zumindest, dass ich jetzt hier richtig bin. Na. Das war nicht so schlau. Erste Hilfe. So, Gegner scheinen jetzt hier weg zu sein. Ich wollte gerade offscreen weiter machen. Ich schaue euch kurz, wo ich bin. Das war hier Treppe hoch, wo ich dann eben hier so war und sagte, das war's. Aber hier geht es natürlich noch weiter. Dementsprechend wissen wir jetzt auch, dass wir hier wohl noch richtig sind. Kann natürlich sein, dass ich jetzt nur eine weitere Gegnergruppe hatte und hier wieder überhaupt nichts ist. Dann habe ich umsonst wieder angefangen zu reden. Das war mal einfacher. Wir haben Informationen. Die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen, aber wir haben weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, Kontakt abzubrechen. Niemand darf von den Ereignissen erfahren. Kurzfassung. So, hier, also ist immer noch blockiert, das heißt, es wird hier irgendwo noch Gegner geben. Hier unten scheint jetzt aber nichts mehr zu sein. Dann gehen wir doch mal die Treppe hoch. Ich fürchte, wir haben nicht das richtige Werkzeug, um diesen Greifer zu zerstören. Wir werden weitersuchen müssen. Da sind auf jeden Fall hinten, der sieht besonders aus, oder? Oh, da habe ich glaube ich schon irgendeine Sonderfähigkeit genutzt. Kann ich den hier durch den Spalt treffen? Ne, so nicht, aber unten so das geht und so. Au. Konnte ich gerade kurzzeitig nicht schießen. Sie scheinen sich hier so eine Art Quarantänestation eingerichtet. Kein Arsenal von Waffen. Aber wenn wir nur einen Greifer abreißen, ist das Schiff weg. Okay, immer noch die, also Klaue und Greifer wird logischerweise dasselbe hier sein. Da komme ich wieder nirgends. Nee, da war ich fast durch. Puh, ich glaube, das war knapp. Da komme ich nicht rein. Da ist meine Fähigkeit zu gering. Hier komme ich Serverknoten. Ich hoffe, dass das nichts Wichtiges ist, sondern eher sowas wie, ja, hier hast du wieder Daten gefunden. Private Log-Einträge von Dr. Gamorle. Ich traue dieser Zerberus-Gruppe nicht. Sie zahlen gut. Aber wenn das hier freikommt, haben wir, bevor wir ein Gegenmittel entwickelt haben, das ist fahrlässig. Gut. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, das könnte rein theoretisch für welche von meinen Sidequests sein. Ja. Erstmal schauen, dass hier keine Gegner sind. Ja, ich habe gesehen, dass da noch was zum Anklicken ist. Aber hier scheint es dann auch nicht weiterzugehen. Dann mache ich erstmal hier die Kiste auf. Eventuell. Ja. So. Das dürfte dann bis auf diese Tür hier das letzte sein. Wir haben an der Konsole einen Reparaturhinweis gefunden. Die verdammte Tür zur Shuttlebucht ist wieder blockiert.
Solange der Druck bei 30 PSI und darunter ist, funktioniert alles. Und das Sicherheitssystem wird ordnungsgemäß bei 34 Psi oder PSI aktiviert. Aber schon im Bereich von 31 bis 34 schließt die Tür derart zu, dass sie einen Metallträger zerquetschen würde. Irgendjemand muss das System reparieren, bevor jemand aus meinem Team der Arm abgerissen wird. Ich glaube, wir wollen irgendwie hier den Druck erhöhen. Und wir haben hier verschiedene Ventile. 5, 7, 17, 11 und 13. Verstehe ich das richtig, dass ich zwischen 31 und 34 vielleicht rauskommen will? Warte mal, versuchen wir mal. Was passiert? Kann man jetzt Druck normal? Ah, guck mal, da unten. So, 17. Das nächsthöhere wäre 13. Damit käme ich auf 24. Und jetzt will ich. Warte mal. 17, 30. Das wäre zu viel. Wenn ich jetzt 11 dazu mache, dann bin ich bei 28. Damit käme ich auf 33, ne? Oder muss ich es noch höher machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Hochdruck eigentlich recht gewünscht. Ach so, nee, das war ja wieder zu viel. Ja, so. 17 plus 11, 28. Achtung, Hochdruck. Passiert dann was? Glaube nicht. Von 31 bis 34 schließt sie sich. Muss ich danach irgendwie durch eine Tür durchgehen noch? Ich glaube, das hier könnte die Tür sein. Aber wie schaffe ich es jetzt, dass die... Muss man jetzt nochmal durchlesen. Irgendwas habe ich da nicht beachtet. Die Schalter sind auch alle wieder aus, ne? Ja, 31 bis 34 brauche ich. Ah, jetzt ist wieder an. Ich bin im Hochdruckbereich. Das ist doch, glaube ich, gut, oder? Oder habe ich da jetzt, ich bin im Hochdruckbereich. Oh! Habe ich das nicht eben... Hab ich das nicht eben auch gemacht? Gut gemacht. Unser Weg nach draußen sollte jetzt frei sein. Wir können uns nun um das Torianer-Problem kümmern. Solche Missionen liebe ich. Einen Haufen Geld umlegen und das Ganze mit einem Riesen-Crash krönen. Ich wiederhole, Normandy an Landetrupp. Hören Sie mich? Ist da jemand? Normandy an Landetrupp. Kommen, Commander, reden Sie mit mir. Ja, was ist denn los? Sind Sie das, Joker? Was ist da drüben los? Wir sitzen hier in der Klemme, Commander. Irgendwas ist den Kolonisten zugestoßen. Sie hämmern an die Hülle, versuchen sich mit allen Mitteln einen Weg in das Schiff zu verschaffen. Die flippen aus. Na gut, wir kommen dann mal. Die können keinen wirklichen Schaden anrichten. Wir sind auf dem Rückweg. Halten Sie einfach die Stellung. Zu Befehl, Commander. So, gut. Wir bleiben dann mal zusammen. Hier wird es gleich vor Gate wimmeln. Bleibt zusammen, dann kommen wir auch in einem Stück hier raus. Schön. Automatische Speicherung, die mache ich nochmal drüber. Mit einer Schnellspeicherung, bevor es hier losgeht.
Also ich bin mir recht sicher, dass wir eben auch die Ventile schon anhatten und ich dann die Konsole nochmal gemacht hatte. Und da war dann aber nichts passiert. Aber ja, vielleicht, warte mal. Gut, jetzt habe ich die nochmal untersucht für meinen Codex. Da müssen wir jetzt theoretisch zurück, da wo vorhin noch die Energiewand war. Denkt ihr an das Zusammenbleiben? Ja. Nicht, dass ihr wieder an irgendwelchen Ecken hängen bleibt. Das habt ihr ja schon so oft gemacht. Ach, hier war die Energiewand. Ja gut, da wir die jetzt endlich aufhaben, würde ich aber sagen, dass wir uns endlich in der nächsten Folge anschauen, wofür wir hier so hart gekämpft haben.